Wir wissen, wo Perico ist. Schnappen Sie den kleinen Wichser und entlocken Sie ihm seinen Code. Wir verwandeln Radio Santa Blanca in Radio Free Bolivia. Ich kenne ihn und seine Familie schon seit vielen Jahren und habe schon immer gewusst, dass er eine besondere Gabe hat. Sieger, Sieger! Oh, goldene Stühle. Ich bin der Pilot. Erinnert mich an die Gegend um Orgon E. Bucklige Hügel und ätzender Wind. Und Scheiße hochjagen. Wann war das? Im Irak? Specialist Midas da drüben hat den Kampfmittelräumern geholfen, ein Waffenlager zu sprengen, das in einem Berghang versteckt war. Warum kommst du wieder mit dem Scheiß? Natürlich hatte Midas Truppführer keinen Bock, den Mindestsicherheitsabstand einzuhalten. Der Mindestabstand betrug 2 Kilometer. Als das Ding hochging, sind wir den verdammten Felsbrocken ausgewichen. 2 von uns erlitten eine Gehirnerschütterung und der Knöchel von einem Kollegen war Hackfleisch. Das alles nur, weil der Arsch von Truppführer keine 2 Kilometer laufen wollte. Da wussten wir, dass wir dem Secret Squirrel Squad beitreten mussten. Wenn uns ein Fehler umbringen sollte, dann unser eigener. Uah. Müssen wir halt wieder zu Fuß laufen. Das sind wir ja gewohnt. Hubschrauber abspringen will. Das ist mir falsch, das ist ein Hubschrauber. Seht euch das an. Ich habe schon mal Mausoleen gesehen. Und das hier könnte sie alle zum Frühstück verspeisen und würde nicht mal merken, wenn es sie ausscheißt. Sollen wir glauben, dass Rainier ein Gott ist? Er tut's auf jeden Fall. Also okay, hier komme ich nicht hoch. Setze Drohne ein. Hier ist ein Generator. Sollen wir mal den Strom abstellen? Markieren Hauptmann. Da ist noch ein Tango.
geladenen Tango. Roger, Ziel markiert. Ich sehe den Hauptmann. Hab das Ziel. Kann loslegen. Das macht 5. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ziel eliminiert. Shit, Sicario mit Minigun am Schießstand. Passt auf, die haben eine Alarmsicherung. Hey, Sicario mit Maschinenpistole. Bei diesem Mörser. Hab die Ziele, bereit zum Angriff. Ich sehe das Ziel. Bereit für den Angriff. Hab kein Ziel mehr. Hab einen. Okay, nichts passiert. Jo, hier ist eine Waffenkiste. Ich habe hier ein LMG gefunden. Scheiß Mörser. Tango Nummer 3. Ziel gesichtet. Hier ist Ziel Nummer 5. Roger, Ziel erfasst. In Position, Ziele markiert, auf dein Zeichen. Ziel markiert. Das ist aber auch ein bisschen unlogisch, dass die Gib Zeichen. Er ist erledigt. Die können ohne Probleme durch die Wände ballern. Und vor allem die Wände hochkriegen ohne Ende.
Da ist die Antenne. Perico muss in der Nähe sein. Vergesst nicht, dass wir ihn lebend brauchen. Und das macht drei. Hey, Sniper auf dem Dach. Hab noch einen. Macht fünf. Das macht fünf. Hey, ich sehe Perico. Quédate quieto. Finger weg! Leg dich nicht mit mir an! Oh, fuck! Na, schlecht aufgelegt? Hey, seh mich an! Seh ich vielleicht aus wie ein Sicario? Ihr müsst mich nicht töten, Mann! Ach, warum nicht? Ich hab noch mein ganzes Leben vor mir. Ich hab noch Träume und sowas. Gib uns einfach den Code zur Hauptsteuerung der Station. Okay, okay. Aber ihr habt's nicht von mir, okay? Also... Als Benutzernamen gibt er ein BIDIBOM. Dann die von diesem Token erzeugte Zahl. Genieße den Augenblick, Perico. Heute wärst du fast gestorben. Heute habe ich dich verschont. Okay, okay. Klar, du könntest den Code einfach ändern. Aber ich werde dich am Leben lassen. Und du sendest dafür weiter und wartest mit der Änderung, bis mein Kollege Pacatari seine Botschaft abgesetzt hat. Verstanden? Bowman, wir haben den Code. Aber ich bin nicht sicher, ob wir das Signal hacken können. Das ist mir bewusst. Wir wissen von einem Funkexperten, der Rebellen, den Santa Blanca gefangen hält. Sie müssen ihn befreien. Wir brauchen seine Kenntnisse. Die haben nicht zufällig einen, der frei rumläuft, oder? Nein, und ich habe auch keinen. Bringen Sie ihn zu einem Sammelpunkt. Ich besorge das nötige Gerät, damit sich Pacatari einklinken kann. Verstanden.